Hier ist Agentin Ivana und ich habe einen besonders interessanten Auftrag erhalten. Ich interviewe heute die Dschungelstars von 2017. Somit herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Hanka, fangen wir doch mit dir an. Wie hast du den Dschungel erlebt? Also, ich muss schon sagen, das war eine ganz tolle Erfahrung für mich. Die Natur und das alles, also da habe ich mich mal wieder so richtig gespürt. Die alte Hanka schlummert immer noch in mir. Das Verhältnis zu deinen Mitcampern war ja durch deine Krankheit nicht immer ganz einfach. Wie war das für dich? Naja, also sie haben schon viel Rücksicht auf mich genommen. Also ich glaube auch, ich habe den einen oder anderen Freund gefunden. Also den kleinen Vogel zum Beispiel. Oder die Libelle, mit der ich schon eine Brieffreundschaft angefangen habe. Danke, Hanka. Das klingt doch wirklich positiv. Wir freuen uns mit dir. Ja, der Honey konnte leider nicht selbst anwesend sein. Dafür begrüße ich nun seine Bekannte Bee, die scheinbar etwas zu viel von der australischen Sonne abbekommen hat. Bee, wie hat sich deiner Meinung nach Honey im Dschungel gemacht? Zuerst mal soll ich liebe Grüße von Honey ausrichten. Er liegt leider immer noch mit seiner Bronchitis im Bett. Oder war es Bianca? Also nee, Kinder. Also ihr wisst genau, dass ich Angst vor Bakterien habe. Und jetzt hustet die da hinter mir rum. Also es tut mir leid, aber ich muss an der Stelle leider das Interview abbrechen. Oh je, das wusste ich nicht. Naja, ich war ja sowieso dran. Ja, der Honey hat sich im Dschungel von seiner besten Seite gezeigt. So wie er immer ist. Charmant, großherzig, gebildet, teamorientiert. Einfach ein Traummann. Ich meine, der ist ja auch Model und hat 2 Bachelor-Abschlüsse. Und nächstes Jahr macht er beim Bachelor im Fernsehen mit und holt sich seinen 3. Titel. Okay, danke, Bee. Kommen wir zuletzt noch zu Marc, dem neuen Dschungelkönig. Marc, hättest du beim Einzug ins Camp mit einem Sieg gerechnet? No, I mean, keine Ahnung. Ich habe mich einfach an die Regels gehalten. Aber ich freue mich, dass die Zuschauer haben mich gewählt. Yeah. Ja, und selbst zu Sarah, ohne die ich nicht geworden wäre, famous. Yeah. And thanks to all my friends. You have made Marc great again. Die Zeit ist leider schon wieder um. Auch dir vielen Dank für das Interview, Marc. Und vielen Dank an die Zuschauer zu Hause. Das war Agentin Ivana für agentinnen.net.